Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Breaking Point auf der SEK Map. Und obwohl hier relativ viele Leute auf der Map sind, wir gucken mal. Oh ja, doch. Oh ja. Ah, ganz schön viele. Sind wir irgendwie noch keinem begegnet. Was sicherlich daran liegen. Hoppala. Daran liegen mag. Und ich glaube wirklich, dass es daran liegt. Du kannst ja hier keine Markierungen setzen, keine Wegpunkte. Mhm. Sonst hätten wahrscheinlich sämtliche Leute. Oh! Großstadt! Müssen wir hin! Und hier wäre es wahrscheinlich ein böses PvP-Gemetzel. Aber ist nicht, geht nicht. Was machst du denn da? Da was Schönes drin? Ich versuche hier den Rest aus meinem Civilian Bag rauszuholen. Aber irgendwie kann ich den nicht öffnen, wenn er auf dem Boden liegt. Kannst du mal gucken, was ich da noch drin habe? Du kannst ja die Sachen in die Kiste legen, die du tauschen willst. Ja, das hat aber irgendwie nicht mehr geklappt. Keine Ahnung. Kann ich das? Kann ich nicht sehen. Nee, irgendwie. Kann ich meinen Rucksack hier ablegen? Probier's. Im Boden? Ja. Der liegt jetzt. Genau, der liegt jetzt da. Boah, machen die laute Schritte. Und hast du alles? Moment. Und dann können wir ja mal hingehen zu diesem Militärdingenskirchen da, was du da gesehen hast. Oh. Ich jetzt echt alles einzeln anvisieren? Ja. Oder Take All. Oh. Kannst du nicht Take All nehmen? Alles, was auf dem Boden liegt, unten ist auch so ein Take All-Ding. Ah, da zeigt er mir aber Sachen an, die ich gar nicht haben will, die hier nebenan drin sind. Ach so, okay. Verstehe. Ach, das ist doch wohl nicht wahr. Ich kann das nicht mehr nehmen. Kannst du die Sachen nehmen, die hier liegen? Die vier? Geh mal drauf, also ich höre Schüsse. Ja. Und dann auf Ground. Geh mal auf das Inventar und dann klickst du links oben an Ground. Ah ja, hier, okay. Und jetzt müssen wir aufpassen, wir haben Schüsse gehört. Jep. Und ich sehe auch schon einen laufen. Ich weiß bloß nicht, ob das Spieler ist oder das sieht nach einem Zombie aus. Bei den roten Häusern hinten. Hier vorne, hier direkt vor der Tür hier. Ah ja, das ist ein Zombie, ja. Ich habe hinten bei den Häusern einen gesehen. Weiß noch nicht, ob Spieler oder Zombie. Nein! Der hat mich erwischt. Wo ist er? Hinter dir, der ist genau hinter dir. Ich bin tot. Kann ich dich wiederbeleben? Nö. Der hat hinter dir gebackt zwischen. Oh nein! In der Kiste. Oh nein. Ich weiß nicht, ob du mich wiederbeleben kannst. Guck mal, ob du mir. Weil hier läuft ein Countdown, noch 20 Sekunden. Ob du mir irgendwie eine Spritze oder so geben kannst. Oder du hier irgendwas. Läuft gerade noch was. Du irgendwas machen kannst. Moment, hier läuft was. 11, 10, 9, 8. Kann nur Study machen und hier steht, du bist gestorben. Okay. Dann bin ich wohl gestorben. Scheiße.
Alter Schwede. Du kannst übrigens auch als Untoter spielen. Ah, ja, nee, lass mal. Nee, ich werde wieder Nomad. Ach, Kacke, Mann. Alles futsch. Super. Mitten in der Wildnis. Toll. Und ich habe natürlich nichts mit. Außer eine Axt. Eine Karte? Ja, die habe ich zum Glück. Hilft mir bloß nichts. Weil Wegpunkte kann ich ja auch nie setzen. Judy, nimm, 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 nimm. Hier geht's irgendwie überall einen Berg hoch. Kompass habe ich natürlich auch nicht. Ach, leckt mich doch am Arsch. Entschuldigung. Nicht zu glauben. Gut, naja. Ich würde an deiner Stelle in der Stadt bleiben. Ach du Scheiße. Was? Haufen Zombies. Dann verschwind auf jeden Fall aus dem Eckhaus. Die gehen gerade wieder. Drei irgendwo auf mich zugekommen eben. Ja, irgendjemand anders hat die gepult. Ich gehe am besten mal auf den Berg, dann habe ich wenigstens eine Übersicht, wo ich bin. Vielleicht habe ich eine Übersicht, wo ich bin. Es gab mal eine Tastenkombination, da konnte man draufdrücken und dann hat einem die Map in etwa angezeigt, wo man ist. Oh, super, freies Feld. Da hinten sieht es aus, als wäre die Map zu Ende. Toll. Nee, kein Witz. Ich höre einen Hund. Aber wenn die Map zu Ende ist, ist das ja zumindest schon mal ein Anhaltspunkt. Ich gehe da mal hin. Ja, ich würde definitiv sagen, das ist das Ende der Map. Oh, dieser blöde Zombie, ey, das war echt überflüssig jetzt. Ich dachte, du hast den weggeaxtet. Na, der stand genau hinter dir. Ich habe ja auch geaxtet. Der war eingebackt zwischen Wand und der Kiste, die hier steht. Okay, also das da hinten scheint definitiv Map-Ende zu sein. Ich gehe hier mal auf den Berg und dann werde ich in der Map mal gucken auf der Karte. Wo ich in etwa sein könnte. Im Moment bin ich jedenfalls am Arsch der Welt. Geht im Osten hier auch die Sonne auf? Ich habe keine Ahnung. Na, ich Du gehe mal davon meinst. aus, oder? Naja, das ist Spiel ja. rein spieletechnisch. Ja, denke ich auch. Gut, also das sieht definitiv nach Kartenende aus. Weil da ist nichts mehr. Achso, du müsstest mich vielleicht wieder. Lad mich doch in deine Gruppe wieder ein, Mensch. Ja, dann siehst du mich ja. Oh. Das ist das Ende der Map. Quasi das Nichts. Wie kann ich dich aber einladen, wenn ich dich nicht sehe? Das ist natürlich jetzt eine verdammt gute Frage. Vielleicht geht es. Nämlich, das geht gar nicht. Das geht nicht, das ist aber Kacke. Aber das Das wäre nicht denn ein geht. Fake. Ich meine, das wäre ja dann Das. Cheat.
Naja, Cheat, weiß ich nicht. Aber es wäre scheiße. Ich sehe, hä? Wieso sehe ich denn dich hier nicht? In der Spieleliste. Doch, da bist du doch. Nee. Nee, okay, geht nicht. Aha. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. So. Okay. Ich bin hier echt im Nichts. So, aber in welchem Nichts bin ich? Ich sag mal so, wenn ich hier wirklich am Spielende bin. Oh, hier schießt wieder was. Dann habe ich so oder so einen verdammt weiten Weg. Und egal wo ich bin. Hier ballert wieder einer wie so ein Dude, ey. Vorne Häuser? Nee. Aber da drüben ist eine lange Straße. Sieht jedenfalls so aus. Na, jetzt ist hier ein Grab entstanden. Ein Grab, wo ich war, oder was? Ja, ja. Oh, Mann. Kann man denn da jetzt Sachen looten? Sind die Sachen, die ich hatte, da sind die wie bei Origins da, oder... Nee, nee, ich konnte ein bisschen noch was looten, aber dann ist das irgendwie zum Grab geworden. Aha, und dann ist nicht so wie bei Origins, dass da ein Kreuz ist, wo du die Sachen halt wegholen kannst, oder wie? Nee, nur ein Grab halt, so ein so ein Erdhügel halt, und den könnte ich auch zerstören. Aha, ein Erdhügel mitten im Haus, ja? Ja. Oh, Backe. Ja, was soll ich tun? Einfach meiner Straße folgen? Weil ich glaube, ich bin hier echt im Nirgendwo gelandet. Ja, dann schau mal, ob du irgendwie was findest. So, Straßenschild oder so ging mir anfangs nicht anders. Kompass wäre ja schon mal gut. So, so ein Feldweg gefunden. Im Grunde genommen, das einzig wirklich Große, wo du dich dran orientieren kannst, ist ja der Fluss, das Wasser. Ja. Alles andere ist ja eigentlich... sehe ich da etwa schon Wasser? Nee. Aber ich glaube, in die Richtung, wo ich laufe, habe ich vorhin eine ziemlich lange Straße gesehen, die schnurgerade war. Die kann man eventuell auch auf der Map finden. Natürlich hier ein gefundenes Fressen. Naja, auf den anderen Breaking Point Maps, da startest du ja meistens in so einem, in deinem Lager, entweder in deinem Nomadenlager oder in deinem Rangerlager. Mhm. Dann weißt du schon immer auf der Map, okay, da bin ich, da will ich hin oder da muss ich hin. So, hier sind Felsen. Hier nichts als Wald und Wiesen. Nichts als Wald und Wiesen. Na gut, ich bin gestorben. Das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns dann, wenn ich hier hoffentlich wieder irgendwo in der Zivilisation angekommen bin. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder ein Abo da anlassen. Freue mich auf euch. Bis dann. Oh, ein Haus. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüss.